Hallo liebe App-Gefahrenleser, wie ihr seht, befinden wir uns hier in der Beta von macOS X Yosemite. Das ist hier auch die Public Beta, die jeder von euch installieren kann, der sich bei dem Beta-Programm registriert hat. Vorab allerdings nur die Empfehlung, dass ihr das euch nur dann installieren solltet, wenn ihr wirklich sicher seid, dass es ja, zu Fehlern kommen kann und ihr euch da nicht drüber ärgert. Ansonsten sagen wir auch immer nur, wenn euch das installiert, dann bitte nur auf einem Zweit-Mac, den ihr nicht täglich zum Arbeiten benutzt. Wir haben das jetzt hier mal auf dem iMac installiert und wollen euch das neue Mail-Programm einfach mal kurz vorstellen und die besten Neuheiten zeigen. Im Design und Layout sieht man hier schon, hier die no neuen Buttons sind verfügbar. Hier dieser blurry Hintergrund ist da. Wenn wir das Fenster jetzt ein bisschen verschieben, ändert sich das auch je nach Hintergrund. Das sieht ganz hübsch aus. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel eine neue E-Mail schreiben und jetzt hier beispielsweise mal ein Foto importieren. Jetzt habe ich hier einfach mal einen Kartenausschnitt genommen. Gibt es ja jetzt die Möglichkeit, das Ganze direkt in der E-Mail zu bearbeiten, mit Markierungen oder Text zu versehen. Und die Funktion ist wirklich praktisch und super einfach gelöst. Wir haben jetzt zum Beispiel das Freihandwerkzeug ausgewählt und könnten jetzt zum Beispiel auch ja, Linien malen. Wenn wir die jetzt ein bisschen krumm malen, dann werden die auch begradigt. Ich sag mal, wenn ich das mal ein bisschen so mache, dann gibt es hier auch direkt die gerade Linie. Da können wir jetzt einfach irgendwas freihand zeichnen, was wir möchten. Man kann die Option übrigens auch deaktivieren, dass das Ganze so aussieht, wie wir das auch wirklich dahin gezeichnet haben. Die Linien, die mache ich mal wieder weg und zeige euch lieber hier dieses Tool. Da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, einen Pfeil hinzuzufügen. Der wird dann hier direkt in die Mitte des Bildes platziert und wir haben die Möglichkeit, das Ganze zu vergrößern, zu verkleinern, zu bewegen und dann auch entsprechend an die Position zu navigieren, wo wir gerne etwas aufzeigen möchten, damit der Empfänger das einfach schneller sieht. Zusätzlich können wir natürlich auch einfach, wenn wir das hier nochmal auswählen, ja, so viel zur Beta. Wir können es nicht mehr auswählen, aber wir können dann halt auch Rechtecke oder Kreise einfügen. Wenn wir hier zum Beispiel auch Text haben, können wir den jetzt hier reinklicken und dann einfach was reinschreiben, was wir halt möchten. Zack. Und können das dann auch da an die Stelle hinziehen, wo wir es haben möchten. Dieser Bereich hier ist die Option, um Unterschriften direkt ins Dokument einzufügen. Das gibt es schon in Mavericks, dort funktioniert das noch in Vorschau. Jetzt können wir das auch bei den Markierungen in Mail machen. Das mache ich jetzt nicht, weil da müsste ich hier noch einen Zettel vor die Kamera halten und so weiter. Aber das funktioniert ganz gut. Wir haben hier natürlich noch die Möglichkeit, verschiedene Linienarten und verschiedene Linientypen auszuwählen. Ein Doppelpfeil und ähnliches. In dieser Option haben wir die Möglichkeit, den Rand mit einer Farbe zu versehen. Hier gibt es die Füllfarbe und hier ganz rechts können wir noch entscheiden, in welcher Schriftart wir unseren Text schreiben möchten, in welcher Farbe, in welcher Größe, ob das Bold, Italic oder unterstrichen sein soll und die Ausrichtung ebenfalls. Wenn wir unsere, ja, Skizze hier fertig haben, beziehungsweise unsere Markierungen, können wir hier einfach auf Fertig klicken und dann wird das Ganze so hier als Anhang abgespeichert, wie wir das gerade bearbeitet haben, wobei man auch sagen muss, dass das originale Foto immer so bleibt, wie es ist. Das wird also nicht überschrieben. Wir können jetzt hier den Empfänger eintragen und das Ganze abschicken. Bevor wir das tun, importiere ich hier einfach nochmal ein Video als Anhang. Das ist jetzt 1,87 GB groß und wie wir alle wissen, können wir sowas eigentlich nicht per E-Mail verschicken, wobei 1,87 GB auch in dieser Option etwas groß sind, sage ich mal. Ihr wisst ja auch, viele E-Mail-Anbieter verschicken solche großen E-Mail-Anhänge gar nicht. Wenn man schon irgendwie über 10 MB geht, bei diesen Free-Mail-Anbietern, dann ist schon Sense. Bei ganz normalen Anbietern oder Gmail oder so, da sind es ein bisschen mehr. Aber wenn man jetzt zum Beispiel 500 MB verschicken möchte, dann wird schon kritisch. Wir können jetzt hier einfach mal mich selbst als Empfänger eintragen. Zack, und können mal auf den Versenden-Knopf drücken. Und hier, ja, okay, wir haben jetzt keinen Betreff, wir sagen trotzdem Versenden. Und dann bekommen wir halt hier auch schon die Möglichkeit, das Ganze per Maildrop zu versenden. Maildrop ist ebenfalls eine neue Option in Yosemite. Maildrop funktioniert relativ simpel. Ihr ladet oder Mail ladet euren Anhang automatisch ins iCloud Drive hoch und kann dem Empfänger, wenn er zum Beispiel auch Mail auf dem Mac nutzt, der sieht dann einfach den ganz normalen Anhang als Anhang und kann den einfach auch speichern und direkt zum Beispiel, wenn es ein Video ist, abspielen. Wenn wir allerdings das Ganze an jemanden schicken, der kein Mail benutzt, Outlook oder irgendein anderes Programm,
Der bekommt dann einen Link angezeigt, wo er sich das Video herunterladen kann. Und wie man sieht, wird das die nächsten 30 Tage zur Verfügung gestellt. Und wir können ja auch aktivieren, dass wir das Ganze direkt automatisch hochladen sollen, ohne dass wir das Ganze hier nochmal bestätigen. Wenn wir jetzt hier mit Maildrop verwenden machen, mache ich jetzt einfach mal, wird das einfach verschickt. Und dann dauert das natürlich seine Zeit, bis das Ganze verschickt wurde, bis das einfach hochgeladen wurde und dann beim Empfänger angekommen ist. Das sind eigentlich so die größten Neuerungen in Mail. Das soll es auch erstmal gewesen sein für den Start. Gerne könnt ihr in den Kommentaren nochmal schreiben, ob ihr irgendwie was sehen wollt, was in Yosemite neu ist. Wir werden euch in den nächsten Tagen sicherlich noch was aufzeigen. Falls ihr irgendwelche Fragen jetzt zum Mailprogramm habt, was ich jetzt nicht gezeigt habe, könnt ihr natürlich auch fragen. Aber ansonsten, was ist das erstmal ein erster Eindruck in Mail von OSE?